Ich werde jetzt ein bisschen parallel. Warum eigentlich parallel? Da unten sind jede Menge Hochstände. Ich gehe mal hier hinten runter. In die Talsenke. Da müsste nämlich unten eine Straße sein. Oder ist die oben? Verdammte Scheiße, wie das hier tief runter. Da oben irgendwo wird die sein. Ja. Und zwar ist da eine Straße und links der Straße sind mehrere Hochstände. Sagen wir natürlich nicht nein zu. Ja, ich bin so ein Hochstand-Fetischist geworden seit dort. Fetischist, na, jetzt nicht unbedingt gleich so drastisch, aber seit dort die Scope-Waffen liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr Daisy-Spieler. Manchmal hört man über dem linken oder rechten Ohr ein sehr merkwürdiges Geräusch, das schon nah an, ich hauche dir ins Ohr und ist die so? So richtig gruselig, eklig. Ist, das heißt, man kriegt richtig Gänsehaut, wenn man das hört. Das ist wie so ein, ja, weiß ich nicht. Ja, als wenn jemand hinter dir steht und gleich zusticht. So, oh. Und das habe ich so 2-3 Mal in der Stunde. Ungefähr. Hoppala. Ja, schade, da ist mein Hinki raus. Na gut, kann man nicht ändern. Wäre ein bisschen anders gegangen, wenn man sich hätte verbinden können. Allerdings, wie gesagt, ist auch mal das Risiko relativ groß dann, wenn man zu zweit unterwegs ist, dass man schneller gesehen wird. Der Weg ist so weit, weit, weit. Oh ja, bin ich aber sehr früh abgebogen. Da hinten an der Straße muss ich hoch. Ist das? Nee, okay. Ja, Leute, das ist Sightseeing Daisy. Nur bei The Rive for You zu finden. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe nicht. Ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir noch die beiden YouTuber. Also ich weiß, dass Sandmücke noch aufnimmt und Daniel. Also Punkt,0. Ich weiß nicht, ob Spitzel jetzt sein OBS noch zum Laufen gekriegt hat. Mal gucken, was der für einen Kanal hat. Das muss ich im Nachhinein mal erfragen. Und ich weiß auch nicht, ob die Orga aufnimmt. Ich hoffe, ich habe die richtige Straße. Dann müsste nämlich gleich links ein Hochstand kommen. Und diese Straße führt mich dann nach Puster. Ich weiß nicht, wie ein Booster ganz in Ruhe looten kann. Müsste rein theoretisch funktionieren. Vermute ich mal ganz stark. Also Sandmücke und PK und Daniel, die sind eigentlich eher die Direktläufer. Die werden wahrscheinlich schon wieder in Celeno sein. Quatsch, in Zornitschny. Hätte ich jetzt nicht irgendwie schon... Okay, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Doch, hier ist die Kreuzung. Oh, dann bin ich am ersten Hochstand vorbeigelaufen. Na, ganz toll. Wahrscheinlich habt ihr ihn gesehen und ich bin blind dran vorbeigelaufen. Geh mal ein Stück weiter rein, weil hier ist nämlich das Haus irgendwo. Das, genau, das da. Bleibe auch im Wald. Auf der gleichen Seite ist nämlich noch ein Stück weiter noch ein Hochstand. Muss ja nicht sein, dass ich da auch noch dran vorbeilatsche. Das Gehör des Zeit, das war es aber auch, ne? Ja, okay. Alter Schwede. Auf der Karte gesehen habe ich jetzt ein bisschen mehr als Halbzeit. Hier müsste jetzt irgendwo am Waldrand sein.
Treppen hochstand. Glaube ich. Ah, da, genau. Ja, wisst ihr was? Ich gehe ja mal ganz kurz durch Poster durch. Also ich glaube nicht, dass die hier oben sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gehe einfach das Risiko ein. Wenn Ende, dann Ende, ne? Hatte ich ja schon mal gesagt. Ich bin... Ja gut. Aber mal ernsthaft. Wer... wer geht normalerweise solche Wege? Das Problem ist, ich habe momentan nur... Na gut, die Derringer, ne? Die Derringer. Aber da brauche ich noch 45 ACP für. Och Gott, ey. Die Derringer kann sehr, sehr tödlich sein. Die P1 habe ich noch nie genutzt. Muss ich schauen. Mein Poster werde ich durchlupen. Scheiß drauf. Vom Poster gehe ich dann querfeld ein nach, zum Polkadamm. Beziehungsweise nördlich davon und dann... ja, weiß ich nicht. Ob ich über Tulga gehe und so weiter, also mich da weiter durch den Wald schlage oder an der Küste weitergehe. Schlimm ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, obwohl ich bin mir eigentlich nicht sicher. Warum sollte ich mir sicher sein, dass ich hier keine Munition finde? Ein Hackemesser. Schade. Okay. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Hinki hat gerade noch eine Nachricht geschickt, weil ich gesagt habe, dann drück mir mal die Daumen. Und dann kommt so ein, ach, nur sagt mal, wie heißt es denn? Mal da runter, ne? Genau. So ein Daumen hoch, anstatt Daumen drücken. Zeichen so. Von wegen so ein Like, Daumen à la Facebook. Oh Mann, ey. Da ist der Brunnen. Ja, eine Flasche Wasser, wenn ich noch eine finden würde, wäre natürlich nice. Dann steht sowas immer rum. Die sieht pristine aus, ne? Ja. Yes. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das finde ich gut. Bin nur gerade ein bisschen verdutzt, dass ich hier keine Jacken oder sowas finde. Also, größere Jacken. Ich gehe nur einen Hochstand nach dem anderen ab. Sowas zum Beispiel. Auch nicht viel besser, aber, ihr wisst, was ich meine. Platzmäßig halt ein bisschen mehr. Oh, da ist schon wieder. Wenn ich mich so in die Richtung drehe, wo ich herkomme. Ursprünglich. Yes, yes, yes. Solche Jacken meine ich eigentlich. Die... Achso, die habe ich in der Hand. Okay.
Ach so, kennt ihn. Alter, sag das doch mal. Durch Mann, ich hatte mich vorhin Stuff getrunken. Jetzt ist schon wieder alles weg. Komm schon. Lass mich los. Lass doch los. Oh Gott. Tja. Ich glaube, ich habe zwar ein Haus vergessen, aber was soll's. Ich gehe weiter nach Osten. Wie gesagt, ich habe erst Halbzeit. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich nachher laufe. Wahrscheinlich über Tulga. Übrigens ist es schon wieder eine halbe Stunde rum, ne? Das ist der Nachteil, wenn man looten muss. Rein theoretisch kann ich jetzt wirklich komplett durchpreschen. Ich habe ja alles. Ich muss halt nur ein bisschen auf meine Statuswerte achten. Viel Stuffed, ja. Ich weiß. Das ist auch so gewollt. So, wenn ich jetzt sehr gut laufe, komme ich gleich an der Kreuzung nach Staroje raus. Wäre natürlich ein Traum. Das sind 2 Stunden vergangen. Ich muss ein bisschen weiter links, ne? Dürfte jetzt im Südosten stehen, die Sonne. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht. Andersrum, wer guckt sich den Scheiß an? Ich sehe jetzt schon die Dislikes auf diesen Videos. Weil ich der Action aus dem Weg gehe. Aber andersrum, will man Content bieten und nicht gleich in den ersten 10 Minuten ausscheiden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, das sieht gut aus. Ich muss ein Stück weiter links. I think so. Ich habe mich jetzt an den Bergen orientiert. Ich meine, das hinter dem ersten Berg. Also der Berg, der jetzt da so in der Richtung liegt. Dahinter die Kreuzung ist. Ich richte mich jetzt einfach mal danach. Weil über den Berg möchte ich nicht kraxeln. Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Da ist der Damm. Genau. Sauber. Haben wir gut hinbekommen. Jo. Dann muss ich ja nur mal gucken, ob ich da irgendwie von der Straße aus einen Abzweig kriege. Nicht ganz. Das heißt, wir müssen ab dem Wasserloch auf der rechten Seite werde ich mich den Berg hochschlagen. Und versuchen, also es ist ein Stück hinter dem Berg, in der Schneise. Da werde ich nämlich versuchen, dass ich dort auf den kleinen Feldweg nach Tulga komme. Ne, wie heißt das Ding? Tree Valley ist das. Ach, Mister. Ne, über Mister. Unter Mister hindurch ist das. Prinzip Tree Valley. Ich komme, wenn ihr Solnitschny kennt, dann hinter der Polizei auf dem Feldweg raus. Wenn alles glatt geht, natürlich. Wie gesagt, ich lasse jetzt mal die Ortschaften sein. Das Einzige, was mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, ich habe nicht wirklich Waffen, ne? Ja. Mhm. Dann werde ich morgen Vormittag mal mit meinem Schatz telefonieren, also mit dem Hinki. Mal gucken, was schiefgegangen ist. Wie hat er so schön geschrieben, ich muss echt häufiger spielen. Und ja, liegt wohl daran. Also wie gesagt, ich kenne die Karte aus dem FF mittlerweile. Richte mich nach Serverzeit und Sonnenstand, weiß immer ungefähr, in welche Richtung ich laufen muss. Und natürlich mit einer Karte nebenbei offen. Dass ich, wenn ich mal ein bisschen orientierungslos bin, noch mal kurz auf der Karte schaue, um Anhaltspunkte zu finden. Ist das nicht der Punkt damals, wo ich mit Hinkio gekraxelt bin?
müsste ja das Wasserloch sein. Genau, und dann kraxelt man da hoch. Da ist so eine richtig geile Position, die näher runterführt eigentlich auf den Sniper Hill von Elektro Borsk. Ja, ich glaube Elektro Borsk, wird so ganz ausgesprochen. Den Weg, dann nehme ich einfach die entgegengesetzte Richtung, laufe ich jetzt gleich lang. Alter, ihr bescheuerten Rehe! So, den Klops in der Box. Nein, nicht ganz, aber kommt die denn her? Hier ist die Steigung auch nicht ganz so hoch, genau. Naja, Steigung ist Steigung scheinbar. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, nehme ich die ersten Abzweig über Tulga oder gehe ich den da drüber Tree Valleys, ne? Und nehme nebenbei noch die Häuser mit. Ja, denke ich auch. Das werde ich auch machen. Wenn ich den richtigen Abzweig nehme, dann komme ich direkt nördlich raus. Das Backsteingebäude war das, ne? Genau. Das Backsteingebäude ist an der Hauptstraße. Nee, ist nicht an der Hauptstraße. Ach, ich verwechsel das jetzt auch gerade mit Kamishobo, ne? So, jetzt stehen Kamishobo. Das Backsteingebäude ist kurz vor der Schranken. Ja, ja. Ich habe gerade auch Kamishobo und Sonnetschnee verwechselt von Wien Polizei. Oh, ich hoffe nur, die machen die Endschlacht nicht in Berezino. Das wäre eine mittelschwere Katastrophe, weil ich da 0 Frames habe. Oh, jetzt fängt das wieder an zu ruckeln, zu blitzen hier. Keine Ahnung. Warum? Das ist, keine Ahnung. Oh, das sieht gut aus. Freifläche, da müsste irgendwo die Straße sein. Geradeaus drauf zu. Genau die nehmen wir nicht. Wir gehen jetzt nämlich hier querfeld runter. Zum Glück bin ich an der Kreuzung rausgekommen. Es wäre schwierig geworden, wenn ich in der Mitte gewesen wäre irgendwo. Und hier unten muss nachher auch eine Straße verlaufen. Und die bringt mich direkt nach Sonetschny. Genau. Da ist es schon. Dann lass mal laufen. Jetzt haben wir noch Anabolika. Immer noch Daniel, Sandmücke und Spitzel. Ich bin so am Arsch, das weiß ich jetzt schon. Und von diesen Häuschen kommen 2 auf der Strecke. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was. Also gegen eine Winchester oder Winchester Munition oder sowas hätte ich natürlich nichts einzuwenden. Toll. Weißt du, beim letzten Mal renne ich durch die Gegend, versuche 1, 2, 3. Verzweifelt ein Scope zu finden. Und dieses Mal kann man mich könnte ich rein theoretisch Leute mit dem Scope erschlagen, wenn ich alle mitgenommen hätte. Jo. Kann natürlich auch sein, dass das schon die Endzone ist, weil nur noch 5 Leute da sind. Kann durchaus sein. Ist nicht abwegig. Was ist das denn? Wohnwagen? Ist der hier eingezeichnet? Ne. Irgendwo da oben ist ein Gebäude. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das geht so schnell, ne? Rein theoretisch werde ich auch nur Sonnitschny mir meinen Punkt abholen, sofern ich noch was kriege. Ich bleibe jetzt mal ausnahmsweise auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass jemand diesen Weg eingeschlagen hat. Und wenn doch,
Ja, denn, ne? Hut ab. Wäre natürlich der Hammer. Ach nee, ich sehe gerade, das Gebäude müsste jetzt hier rechts auf der rechten Seite kommen. Ich guck mal gerade, was das für eine Art Gebäude ist. Habe ich da eine Chance, eventuell noch eine Waffe zu finden oder vergleichbaren Loot? Könnte man versuchen. Ich gehe aber erst zum Hochstand, weil ich dann vom Haus aus weiterlaufe. Vom Weg aus da. Oder von diesem... Naja, ich gehe erst hier in das Hexenhaus und dann runter. Alter, komm schon. Toll. Ja, vielleicht habe ich da unten Glück. Alter Schwede. Vielleicht liegt da ja Munition. Vielleicht sind sie so gnädig. Also Winchester-Munition wäre jetzt wirklich der Obershit. Das wäre wirklich der Obershit, weil wenn die Endzone bekannt ist, ich habe fast das Gefühl, das wird der Airstrip sein. Also nicht Beresino, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Airstrip, glaube ich, ist voll nach deren Geschmack. Alles schön weiträumig. Batterie. Hallo, Maus. Danke. Bitte. Hätten wir jetzt nicht die 058, hätte ich gesagt, hier war ein Bambi. Batterie, also Taschenlampe und Batterie ist doch selten zusammenzufinden.